Prost. Prost. Noch einer geht noch. Ja, aber dann ist Schluss. Aber dann ist Schluss. Ja, Herr Röhrig. Prost. Frau Hansen, noch einer geht nicht. Das ist einfach nur Kunst. Herr Röhrig, und einer geht doch noch. Aber auch gut, die wenn du, Physics. Wenn nur einer muss. Ja, ach ja, eh noch. Aber dann ist auch gut. Ja, ein Jahr ist mittlerweile vorbei. Ach nee, ja, hatten wir letztes Mal. 21 Folgen. Tag 21. Wir sind immer noch da. Ja, wir haben ja viel geschafft letzte Folge wieder. Also, wir brauchen jetzt wirklich einen Schrank, weil alles ist voll. Also, für die, die es nicht wissen, die vielleicht jetzt erst zum ersten Mal eingeschaltet haben oder lange Zeit nicht da waren. Freunde! Ich bin der Kalle, das ist der Henno. Und wir spielen Ark seit über einem Jahr, since 2019. Ja, since Cindy. So, du musst das mal abreißen, weil das ist deiner. Kann ich das? Ehe ihr drückt halten? Nee. Übrigens, hast du die ganze letzte Folge so gespielt? Ja, ja. Machen wir Mausrad. Ja, ja, ich hab's mit Absicht gemacht. Okay, weil in keiner Folge hast du jemals so gespielt. Ja, und? Neues wenn Jahr. Alle, es werden alle sagen. Neues Jahr, neue Perspektive. Dich, du wirst in diesem Moment, wo dieses Video online geht, hast du schon 1000, also da warst du schon richtig sauer und hast getweetet über die Kommentare. Echt? Vom letzten Video. Meinst du? Doch, ist unnormal. Nein. Ey, die schreiben dann Ehre, aber Kalle. Nee, weißt du was? Jetzt gehen sie rüber. Und jetzt, gucken jetzt und kommentieren. Das, jetzt kriegt das Video von letzter Woche nochmal 100 richtig Kommentare. Richtig, so funktioniert so. YouTube. Ja, schön auch nochmal ein Video bewerben. Glocke, so, abonnieren. Oh, das schmeckt aber wieder rein in Fräte. So, so ja. Sag mal, kannst du jetzt Dings lernen, die krasse Techno-Scheiße? Nee. Aber beim unser mal ganz unten alles gucken? Alle? Na, auf alle? Ja, Tab. Titanosaurus-Plattform sein. Wow, Raketengeschütz, schweres Turmgeschütz. SWAT-Rüstung ist geil. Kryokammer? Ah! Benötigt Strom, hält Kryokapsel unbegrenzt lange frisch. Nee, kann nur nein! Ich hab das einfach mal gemerkt. Wie er die ganze Zeit drüber aber immer wieder weggeht! Ja, guck doch mal jetzt hier. Ich guck jetzt bei mir, ich hab die Schnauze voll. Kalle, wir können einen Mac bauen. Ja, ja. Wir brauchen einen Tech-Replikator. Woher kriegt man den? Ich glaube, das ist entweder hier. Ich google mal, ja, weil ja, ja. Ich will jetzt wirklich mal vorankommen auch. Willst du jetzt? Farm du mal Stein? Okay. Ich farm jetzt Stein. It can also be. Achso, der kann auch alles Normale herstellen. Nur 12-mal so schnell. Der hat 600 Item-Slots. Alter, kannst du alles reintun. 600, ein Schrank hat 45. From the first boss killed. The Techgram. Ach, Techgram ist quasi dieser ganze Reiter. Das ist Techgram. Und das wird freigeschaltet, wenn man den ersten Boss killt. Und dann kriegt man auch am Anfang den Tech-Replikator. Das heißt, wir müssen den ficken. Das sind ja, ne? Überall sind die Arcs. Ja, ja, hier. Ja, auch, ja aber auch nochmal für die Zuschauer, falls ihr es nicht wisst. Ark ist ja ein Spiel, wo es Arcs gibt. Die, ne? Diese riesigen fliegenden Säulen immer in der Welt. Und bei jedem dieser Arcs kann man hin. Da muss man bestimmte Items haben. Müssen wir uns mal schlau machen. Dann beschwört man richtig krasse Bosse. Und die Battleman. Wir holen uns heute die Drachen. Hier diese Mana, Gürms. Minagama. Minagama. Amanama. Ja, so. Mamiya, Masa. Mamiya. Und ich geh züchten. Dann. Und dann haben wir 800 Adler und bumsen einfach nur alles komplett kreuzweise durch den Ass. Weil normalerweise machst du so einen Boss mit 10 Leuten oder mit einem Stamm oder was, mit einer Gilde so. Weil du halt alles hinmanövrieren musst. Deswegen der Gedanke, ob wir einfach, weil Adler sind halt Powerhäuser, du hast ja gesehen. Die haben da noch so einen Buff und heilen sich. Da bin ich begeistert davon, ne? Also, willst du mal mit meiner Brille ein bisschen zocken? So? Ja, gib doch mal. Kriegst du denn eine neue? Also ist das denn, steht schon fest, welches Modell deine... Ja. Also, steht dir, schau mal. Danke. Kannst du nicht so. Ich will mir auch eine neue holen. Hat die Stärke? Ja, ein bisschen. Aber auf Ferne. Du bist ja. Du bist weitsichtig. Ich bin kurzsichtig. Ich kann auf kurze Distanz gut sehen. Ach, kannst du? Ja. Dann bist du weitsichtig. So. Echt? Ja. Also so viel Stärke ist da nicht drin, oder? Nö. Warum hast du. Oder ist es ein Accessoire? Hä? Junge, du guckst ein Meter entfernt, ist das, worauf du guckst. Alter. In A kannst du nicht in die Ferne besser gucken mit einer Brille. Junge, das ist dafür da, wenn du am Gleis stehst, dass du weißt, wann die S-Bahn kommt. Dafür ist sie da. Dafür holst du eine Brille? Hey, wofür denn sonst? Zum Laserschießen, oder? Zum Lesen, oder was? Dann hol ich mir... Dann bin ich kurzsichtig! Hä? Klingt gerade so, als wäre es bei dir mal Accessoire gewesen und du gar nicht weißt, wofür man eine Brille eigentlich braucht. Zum Gucken, ja, ja. So. Oh, Leute, der springt da voll runter. Oh mein Gott, die bumsen sich runter. Da will ich wissen, wer gewinnt. Den hole ich da runter. Hallo? Nicht, dass du denk an deine Ausdauer.
Die ist voll. So. Willst du Stress? Du Opfer! So. Oh, und der snackt sich den jetzt. Oh, das tut mir jetzt leid. Warum packst du das denn immer hier rein, Max? Weil, damit da nicht. Jetzt, guck mal, wenn du jetzt alles Holz. Hä? Ich war voll. Warum packst du in dem anderen Schrank jetzt das Holz? Nein, du hast es da reingemacht. Du hast zu den Herzen gerade das Holz getan. Das ist der Holzschrank. Ja. Du hast den jetzt zu den Herzen getan. Ja, warum? Max, ist doch also, scheißegal, Mann. Ja, aber mich flame im selben Atemzug und dann so ein Hirn. Weil ich voll war! Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Ja, so, jetzt erklär doch auch nochmal. Wobei, können wir auch beim Hinflug. Du hältst jetzt deinen scheiß Maul. So, Ausdauer, guckst du, uns passiert jetzt gar nichts. Hier geht nichts schief, wir sind so crazy. Wir haben genug Durability auf unseren Weapons, wir haben Pelzrüstung. Das ist es. Da kleiden wir uns um. Ein Jahr arg. Erfahrungsschätze. So. Die kommen hier zum Einsatz. Ich habe einen Schlauch und ein Glas aufgefüllt mit Wasser. Ich habe zwei Gläser. Noch besser. Wir haben Fernglas, um zu gucken, welches Level die haben. Ich habe einen Fallschirm. Wir haben zusammen irgendwie so 70 Dart-Pfeile hier, Betäubung. Wir haben irgendwie 4 Millionen Narko-Pfeile noch hinterher mit Narcotics der Armbrust. Narcotics auch noch. Die Ampel, die Tore. Ja, ja. Tore und die Dinger. Lol, die und hätte ich jetzt vergessen. Und die Sättel. Alter, nichts läuft schief. Walla! Ah, das klatscht. Gib mir mal eine Brille weg. Gib mir mal meine Brille weg. Die Eule ist hier Level 1, Alter. Echt? Ist halt nein! Ist im Wasser, ist im Wasser. Du lebst. Hab die Abi. Der im Lambo. Kommt Tiere, ich komm direkt. Voilà. Habibi. Hier ist noch einer. Warte. Der ist Level 85. Das Ding ist, wenn wir jetzt die Tore aufstellen, müssen wir den hier hinlocken. Kostet. Wohin? Naja, da, wo wir die Tore hinstellen. Ja, ja. Also wir müssen die eigentlich relativ zentral hier machen. Okay, ich glaube, der hält richtig viel aus. Ich seh dich auch. Aber am besten hier auf dem Plateau stellst du mal auf. Ja. Ich klehe hier gerade die Schweine, weil die können eklig werden, wenn das so 5 Stück sind. Ja. So. Okay. Oh, Nashorn könnte auch schwierig werden. Oh nein. So ungefähr müsste das klappen, ja. So war es in dem Video, wie ich es gesehen habe. Das heißt, okay. Wir haben jetzt hier... Jetzt musst du alles aufmachen, richtig? Eine Seite müssen wir noch aufmachen. Das heißt, von der Seite, wo wir ihn reinziehen müssen. Wir machen jetzt hier auf und der muss jetzt hier vorne rein. In die Ecke, oder was? Ja, und dann kann man hier nämlich rausgehen. Ah, und dann macht und einer macht hinter ihm zu. Ja. Okay, dann lock ich ihn jetzt an, ja? Du machst das mit den Türen. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Jetzt ist er unten. Schussflug auf dich. Ja, ja, geil. Okay, du musst unten sein, das drauf zu machen. Ja, ja, alles gut, ich bin noch da. Okay, ich tanke ihn. Nein, nein, nein. Nein, er geht auf dich. Setz auf. Ja, oder andersrum. Okay. Jetzt springt er. Ja, er springt, geil. Wo ist er jetzt? Oben. Da kommt Sturzflug. Sturzflug. Jetzt Sturzflug. Ja, mach ich. Geil. Nee. Doch. Der ist drin. Gönn. Geil. Gönn. So, jetzt kriegt er ein paar in die Fresse, bis er jetzt leidet. Jetzt kriegt er in die Fresse. Guck mal her. Ah, nicht hitten lassen, ne? Wie man... Und der kann nicht raushüpfen. Das ist halt das Geile. Sick. So. Sickity sick. Aber so in ass. Hä? Der ist raus. Ja, jetzt. Okay, vielleicht hab ich's nicht. Oh mein Gott! Aber egal, wir können das trotzdem wieder machen. Ja, warte, er kommt zurück. Warte, ich hab's Tor auf. Oh! Alter! Hinterher, der haut ab. Der haut rein. Hinterher. Jetzt ist das Gewehr wirklich gut, weil es so straight baller. Du hast ja wie Lasergun. Ja, ja. Scheiße. Hab ich vielleicht nicht eng genug gestellt. Oh. Irgendwie macht er keinen Schaden. Wo ist der denn jetzt? Auf mich? Nee, hier. Mach ich? So, hat was ein Ass bekommen? Noch ein? Ja, der. Hab ihn? Ja, jetzt erstmal fliegen lassen. Gut, ich meine, ist auch spektakulär so. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Materialien davon verballert. Boah, Alter. Bruder, muss doch nicht. Hat schon wieder einen Schwanz bekommen? Ja, hat nochmal einen sitzen. So. Okay, er ist sich nicht so sicher, glaube ich, was er macht. Ja, doch, jetzt ist er sicher. Jetzt ist er sicher. Ich mach mal die Viecher weg, wa? Ja. Mach mal die Mammuts hier. So. Wir haben ja den Argentavis. Er liegt. Echt? Ja, das mit den Toren tut mir jetzt ein bisschen leid. Also, ich verzeih dir. Also, im Endeffekt ist die Taktik, glaube ich, richtig, aber... Ja, man hat ja auch gesehen, dass es eigentlich geklappt hat, nur auf einmal nicht mehr. Ich habe die, glaube ich, nicht eng genug gestellt. Ich glaube, es muss enger. Du, Kalle, mach dir bitte keinen Vorwurf. Ich habe mir da extra einen Plan gemacht. Ich habe recherchiert vorher, weißt du. Alles umsonst. Wir haben trotzdem wie die Steinzeitmänner auf ihn rumgeplündert. Ja, aber ist doch auch geil. Nö, ja, war auch viel crazy. War auch lustig. Ja, aber der sieht geil aus auch, ne? Der ist sick. Aber du kannst mit dem richtig krank boosten, so auch in der Luft und so. Ja, ja. Und dann bist du richtig schnell. Wenn ich jetzt so springe? Jetzt nochmal?
Jetzt nach vorne irgendwie, das seitlich? Ja, ja, aber jetzt habe ich schon keine Auswahl mehr. Also ich kann dreimal das machen. Muss aber ein bisschen aufpassen. Aber da kriegt keinen Fallschaden. Guck mal. Ich habe das, es ist einfach scheiße aufgestellt. Es ist wirklich einfach nur kacke aufgestellt. Also Leute. Ja, aber man lernt ja auch. Aber erklär doch mal von oben so. Also der Plan ist eigentlich... Man stellt die so ein bisschen wie ein Tee auf. Man stellt die so ein bisschen, ja, wie so ein altes Häuschen. Ja. Und es soll schon so sein, dass man dann hier den Typen so reinstellt und dann... So. Dann kann der hier eigentlich nicht mehr raus. Was man jetzt hier sieht, vorne ist, glaube ich, eng genug, aber hinten nicht. Ja, du hast so ein bisschen gekeilt. Ja. Aber eigentlich muss man... Weil hier hat er jetzt einfach... richtig eng machen, ne? Kann er raus. Das ist das Problem. Aber vorne war gut, hinten hätte man besser machen können. Und hier rechts links ist dieser krasse Frostatem. Ja, der verbraucht wohl richtig Ausdauer. So, aber guck mal, hier. Das ist ein Eiszapfen. Lo, hast du den zugefroren? Ja! Was? Und dann boxe ich den weg. Das ist ja ultra geil. Nein, 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 nein. Ich komme mal zu dir.